Einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren spannenden Inspirationsdusche zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe heute das Vergnügen und die Freude, den Christian Mangold zu interviewen und in ein Gespräch zu gehen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, danke schön, Christian, dass du dich und dein umfangreiches Wissen hier zur Verfügung gestellt hast und dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen dürfen. Ja, sehr gerne. Christian, wie bist du auf diesen Weg gekommen zum Thema Nachhaltigkeit? Wie kommt man dazu, auch ein Buch zu diesem Thema zu schreiben? Das ist tatsächlich ein langer Weg, eine lange Geschichte. Also bei mir ist es, denke ich, ein bisschen anders als bei vielen Menschen, die auf irgendeinem Gebiet eine Expertise erlangt haben oder ein breites Wissen, einen breiten Erfahrungsschatz sich angeeignet haben, dass sie irgendeinen besonderen Moment hatten im Leben, wo es bei ihnen geklickt gemacht hat oder wo sie die Notwendigkeit gesehen haben, sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen und da dann tief eingetaucht sind. Sondern bei mir war es eigentlich so, dass das Thema Nachhaltigkeit ja fast schon in meiner DNA irgendwie drin ist, dass es mich immer begleitet hat. Und es hat begonnen damit, dass ich auf der Waldorfschule war und da schon viel mit nachhaltigen Themen in Berührung gekommen bin. In der Waldorfschule lernt man biologisch-dynamische Landwirtschaft. Dort gibt es das Fach Gartenbau, wo man wirklich als Schüler in Gemüse anbaut zum Beispiel und einen Garten bearbeitet, Kompost anlegt und solche Dinge. Oder auch praktische Dinge, dass man ein Haus baut und solche Sachen. Und so bin ich da einfach mit vielen Dingen in Berührung gekommen, auch durch meine Familie, dass ich von Anfang an mit alternativer Medizin in Berührung gekommen bin und da einfach ein anderes Weltbild mitbekommen habe als das vorherrschende materialistische Weltbild. Und ja, so im Alter vielleicht von 16 Jahren habe ich wirklich angefangen, regelmäßig Zeitung zu lesen, mich zu informieren über das Weltgeschehen und habe dann einfach auch gemerkt, was für Meldungen kommen, wie es. Es war zu der Zeit dann auch dieser erste Umweltgipfel in Rio de Janeiro und bin Greenpeace-Fördermitglied geworden und solche Dinge und habe mich einfach mit den Themen beschäftigt, weil mir die Natur am Herzen lag und ich habe gemerkt, da ist was im Argen. Genau, das war eigentlich so der Anfang. Ja. Du hast mir erzählt, dass du dann auch bei zwei renommierten Firmen gearbeitet hast, die im Bereich Nachhaltigkeit auch, würde ich sagen, ihren Fußabdruck hinterlassen haben. Magst du da vielleicht mal erzählen, was du da erlebt hast bei Weleda und Vala? Ganz genau. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert und vielleicht muss man noch kurz vorwegschicken, ich habe dann in der Schulzeit und nach der Schulzeit war ich politisch aktiv. Ich war in einer kleinen ökologischen Partei, so ein bisschen ein Gegenpart zu den Grünen damals. War ich aktiv und habe versucht, da, sage ich jetzt mal, die Welt zu verändern oder meinen Teil dazu beizutragen. Und war dann irgendwann einfach sehr ernüchtert, weil ich festgestellt habe, dass man gerade in einer kleinen, nicht etablierten Partei eigentlich gar nichts bewegen kann, weil dieses Argument der verlorenen Stimme mit der 5%-Hürde einfach alles zunichte gemacht hat. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist nicht mehr der Weg. Und für mich war immer klar dann, dass ich nach dem Studium in einem Unternehmen arbeiten möchte, das meinen Werten entspricht. Und ich hatte während dem Studium schon ein Praxissemester bei Weleda in Amerika, in den USA gemacht. Und nach dem Studium hat es mich dann eben zu WALA verschlagen. Und dort war ich ganz, das ist eine lustige Anekdote, da war ich dann erstmal überrascht, dass Dinge, die für mich schon selbstverständlich waren, dort noch gar nicht gelebt werden. Das heißt, es gibt so viele Aspekte, wo man nachhaltig handeln kann oder nachhaltiger handeln kann als, sage ich mal, der Mainstream. Dort gab es damals noch kein Recyclingpapier. Die hatten noch ganz normales Frischfaserpapier und das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Und was aber zeigt, es gibt so viele Baustellen und nicht jeder hat alles auf dem Schirm und das geht auch gar nicht. Und was ich dort erlebt habe, vor allen Dingen dann auch bei meiner zweiten Station, bei der ich länger war, bei Weleda 10 Jahre lang, dass diese Unternehmen auch,
den Rahmenbedingungen ausgeliefert sind. Sie sind diesem System, dem Wirtschaftssystem ausgesetzt. Wenn eine Finanzkrise da ist, dann trifft es auch solche Unternehmen, auch wenn sie gut und verantwortungsvoll wirtschaften. Und was ich auch festgestellt habe, dass auch diese Unternehmen mittlerweile eine Größe erlangt haben, wo sich ein Querschnitt der Bevölkerung in der Mitarbeiterschaft befindet. Also ich wurde irgendwann mal gefragt, ja, sind bei Wala nicht alles Anthroposophen? Nein, sind es nicht. Das Unternehmen ist mittlerweile so groß, dass vielleicht nicht der Schnitt der Gesellschaft 1:1 abgebildet ist, aber trotzdem ein großer Anteil Mitarbeiter da ist, die einfach nur für diesen Arbeitgeber wie jeder andere. Und die sind nicht aus dieser Überzeugung und Begeisterung da dabei, wie es jemand wie ich da gemacht hat. Und das war eine spannende Erkenntnis, ja. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Ich meine, das ist ja, es ist ein Begriff und jeder glaubt ja, ein Verständnis von diesem Begriff zu haben. Aber ich glaube, wenn wir sind jetzt 18 Leute, wenn wir 18 Leute fragen würden, würden wahrscheinlich unterschiedliche Antworten kommen. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich persönlich? Für mich bedeutet es, dass man versucht, bei jeglichem Handeln so zu agieren, dass das, ja, dass man niemandem schadet. Also so nach dem Motto, was man nicht will, was man dir tut, das tue auch keinem anderen an. Und das heißt, dass man darauf achtet, dass möglichst niemand ausgebeutet wird und dass faire Partnerschaften auf Augenhöhe stattfinden, also gerade beim Thema Konsum letztlich. Und mittlerweile ist es wirklich so, und deswegen heißt mein Buch ja auch Die Nachhaltigkeitsfalle, dass einfach dieser Begriff Nachhaltigkeit gekapert wurde. Er wurde von den Eliten, von den Großkonzernen gekapert, weil sie gemerkt haben, dass man damit viel Geld verdienen kann. Und vieles, was und heutzutage unter dem Deckmantel Nachhaltigkeit gemacht wird, ist einfach überhaupt nicht nachhaltig. Ja? Da Nachhaltigkeit besteht ja aus den drei Säulen: Ökologie, Wirtschaft und Soziales. Und da heißt dann immer, ja, wir müssen Ökologie und Wirtschaft in Einklang bringen, aber und die Wirtschaft ist auch wichtig, also alles, wenn jetzt ein Unternehmen nicht profitabel arbeitet, jetzt nicht Gewinn als Selbstzweck, aber einfach um weiter bestehen zu können, dann ist es auch nicht nachhaltig, weil es nützt dann niemand, wenn das System stirbt. Ob die Art, wie Unternehmen bilanziert werden und so, das ist mal ein ganz anderes Thema. Da könnte man das natürlich auch wieder hinterfragen. Aber häufig kommt dann das Soziale völlig unter die Räder. Und deswegen, für mich ist einfach Nachhaltigkeit ein umfassender Begriff und deswegen spreche ich gerne mittlerweile von wahrhaftiger Nachhaltigkeit oder zukunftsfreundlichem Leben, Verhalten statt nachhaltigem Verhalten. Wie sieht jetzt wahrhaftige Nachhaltigkeit aus? Das in wenigen Worten zu beschreiben, ist schwierig, weil es so viele Facetten gibt. Also ich denke, ein wichtiger Teil ist, dass man merkt, dass wir mit allem verbunden sind, dass wir Teil der Natur sind. Meine Hauptkritik ist ja an dem Thema Nachhaltigkeit, dass es mittlerweile auch von diesem materialistischen Weltbild geprägt wird und versucht wird, alle Krisen, alle Probleme der Welt auch auf dem ökologischen Bereich durch Technik zu lösen, durch technische Lösungen, durch Digitalisierung und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine rein materialistische Betrachtung. Und für mich gehört für wahrhaftige Nachhaltigkeit dazu, dass eben wir Teil der Natur sind und dass man mit dieser rein technischen Betrachtung die Probleme nicht lösen kann. Ich meine, du hast ein wirklich tolles Buch dazu geschrieben. Was ist denn für jemand, der es noch nicht gelesen hat, was sind denn die Inhalte mal grob zusammengefasst? Ich meine, Nachhaltigkeitsfalle, Welt retten geht anders, lässt ja darauf schließen, dass das System, was wir derzeit haben oder die Wege, die wir augenscheinlich gehen, vielleicht doch nicht die richtigen sein könnten. Also das Buch ist durchaus auch ein sehr persönliches Buch. Es ist ein Stück weit, nehme ich den Leser mit auch auf meine Reise. Und im ersten Teil beschreibe ich eben die Dinge, die ich beobachtet habe, dass eben viele Dinge struktureller Natur, systemischer Natur sind, die sich negativ auswirken auf Natur und Menschen, dass Menschen und Natur ausgebeutet werden. Im zweiten Teil geht es dann in die persönliche Reise, dass ich eben auch meinen Entwicklungsprozess festgestellt habe, dass eben auch ich gemerkt habe, dass ich, obwohl ich immer mich um nachhaltiges Verhalten bemüht habe, dass ich auch selber Konsumverhalten an den Tag gelegt habe, wo
wo ich Dinge kompensiere, dass ich ja innere Themen auch durch Konsum kompensiert habe. Vielleicht nicht so extrem wie andere Menschen, aber auch ich habe das bei mir feststellen dürfen und habe mich dann in den letzten Jahren auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Wohlstand und Reichtum befasst und mit dem Thema Fülle, innere und äußere Fülle, um eben festzustellen, dass da auch wieder in der Gesellschaft ganz ja, schwierige Muster oder schwierige Glaubenssätze verankert werden, so nach dem Motto, ja, es wird ja immer über die Reichen geschimpft, ja, dass die Reichen verantwortlich sind für die Umweltkrisen, weil die so verschwenderisch leben. Und das ist eben aus meiner Sicht auch ein Bild, was gezielt den Menschen eingetrichtert wurde und gar nicht unbedingt der Realität entspricht. Und dann leite ich eben im Buch über zu meinem Weltbild, wie es entstanden ist, dass wir eben nicht getrennt von der Natur sind, sondern Teil der Natur, dass wir mit allem verbunden sind über ja, das morphogenetische Feld. Ich glaube, den Begriff nenne ich gar nicht im Buch, aber ja. Und gehe dann im letzten Teil dann wirklich schon auch in praktische Tipps über, wo ich eben zu den verschiedenen Lebensbereichen, also angefangen von der Ernährung, über die Kleidung, Mobilität, alles, was das Wohnen zu Hause betrifft und dann so ganz allgemeine Konsumtipps, wo ich schon auch ganz konkret Tipps gebe, aber eben immer so auch in Geschichten verpackt, sodass ich eben Hintergrundinformationen einfließen lasse. Und mein Hauptanliegen mit dem Buch ist es wirklich, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und mir ist es ganz wichtig, dass niemand das Gefühl hat, dass das, was ich sage, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, dass ein alles so machen muss wie ich, sondern mir geht es darum, dass man das Innere, die Intuition wieder stärkt, den, wie ich es nenne, den inneren Kompass für Nachhaltigkeit zu entwickeln, weil es gibt einfach nicht das Richtig und Falsch. Das sieht man eben auch in den öffentlichen Debatten, wo sie sich alle nur bekriegen, weil jeder meint, die Lösung zu haben. Und es gibt vielfältige Lösungen. Gerade wenn es auch, wir wollen ja nicht zurück in die Steinzeit, also dürfen auch technische Lösungen beitragen zur Heilung der Erde. Aber auch da gibt es halt nicht die eine richtige, sondern es gibt ein Potpourri an Lösungen, die alle für spezifische Einzelfälle richtig sind und passend sind und nicht zum Beispiel nur die Wärmepumpe oder nur das Elektroauto. Du hast vorhin die drei Säulen angesprochen, die quasi für die Nachhaltigkeit stehen. Gehen die denn Hand in Hand miteinander? Kannst du noch mal kurz darauf eingehen? Und ist das möglich, dass diese drei Säulen nebeneinander bestehen können? Ist das umsetzbar aus deiner Sicht? Meiner Sicht schon. Also der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft, wo es im Prinzip der Ursprungsgedanke war, dem Wald nicht mehr zu entnehmen, als in der gleichen Zeit natürlich nachwachsen kann. Das heißt eben, dass es sich das Ökosystem selbst regenerieren kann, erneuern kann. Und irgendwann wurden eben daraus die drei Säulen gemacht, die ökologische Säule, die ökonomische, die wirtschaftliche Säule und die soziale Säule. Und ja, das Wort nachhaltig wird ja auch im Sinne von dauerhaft, langanhaltend verwendet im Sprachgebrauch, auch wenn es jetzt gar nicht mit dem Begriff Nachhaltigkeit direkt zu tun hat. Und aus meiner Sicht ist es eben unabdingbar. Und ich bin der Meinung, es ist möglich, alle gleichberechtigt zu berücksichtigen, wenn man eben darauf achtet, dass in einem Wertschöpfungsprozess niemand ausgebeutet wird. Dann ist automatisch, wenn jeder in seiner Kette, an seinem Part fair bezahlt wird, also angemessen bezahlt wird, wenn man darauf achtet, eben die Natur nicht auszubeuten. Und das geht natürlich auch nur, wenn ich keinen maßlosen Überkonsum habe. Also es geht nicht darum, dass wir alle minimalistisch werden müssen, sondern das Problem ist ja dieser Überkonsum in dieser Überflussgesellschaft. Wir haben eigentlich in der westlichen Welt überall eine Überproduktion und ganz viel wird vernichtet, weil es zu viel da ist. Und trotzdem ist es wirtschaftlich, nach der wirtschaftlichen Logik funktioniert es, aber es ist eben eine Einseitigkeit da.
Und ich glaube, dass es viele Beispiele gibt von Unternehmen, die da eben verantwortungsvoll wirtschaften, sowohl Pioniere wie Vala und Velita, als auch ganz viele junge, neue Unternehmen, wie zum Beispiel Gaia Vida, die das ja auch versuchen. Und die versuchen einfach, ja, letztlich, wir sind alle miteinander verbunden. Dadurch dürfen wir nicht uns gegenseitig schaden. Und ich glaube, dass es funktioniert. Aber Voraussetzung ist aus meiner Sicht eben dieses Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und nur so können wir dorthin kommen. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, ja. Du hast vorhin von einem inneren Nachhaltigkeitskompass gesprochen, wie, oder einem Bewusstseinskompass. Wie können wir den denn erlangen? Was wären denn da so Schritte, dahin zu kommen? Ja, also ich denke, das ist ein Prozess, der schrittweise geht. Am Anfang denke ich, letztlich das Thema ist ja auch, ich möchte davon wegkommen, dass jeder bei jeder Lebensentscheidung, bei jeder Kaufentscheidung ewig lang recherchieren muss. Ja, dass er Ökobilanzen studieren muss und dann die Aussage mit der vergleichen muss und so weiter. Und da ist es natürlich am Anfang schon hilfreich, dass wir zum Beispiel ein Bio-Siegel haben oder ein verschiedene Siegel für Kleidung, für Kosmetik. Und die sind am Anfang eine Stütze, vor allen Dingen, wenn man sich noch unsicher ist. Und irgendwann ist man dann vielleicht so weit, dass man diese nicht mehr braucht, dass man dann einfach ein Gespür dafür hat. Also ich lebe ja seit kurzem in Irland und da ist es so, wenn man da auf den Wochenmarkt gibt, dann gibt es ganz viele kleine Stände, die wunderbar nachhaltige Ware anbieten, sei es jetzt eine Kosmetik oder so Duftkerzen, die mit echten ätherischen Ölen gemacht werden oder eben auch Gemüse. Und die haben kein Bio-Siegel, weil sie viel zu klein sind, weil der Aufwand zu groß ist, weil es vielleicht auch zu teuer ist, die Zertifizierung und so weiter. Und trotzdem wirtschaften sie und arbeiten im Einklang mit der Natur. Und das kann man natürlich eigentlich nur im direkten Kontakt spüren. Ist der Mensch gegenüber authentisch? Stimmt es, wenn der sagt, er verwendet keine Pestizide und keinen Kunstdünger, sondern macht das naturnah? Dann kann ich das einfach nur spüren, ist der Mensch für mich vertrauenswürdig? Eine absolute Garantie habe ich nicht, aber die hat man, glaube ich, nie im Leben. Oder beziehungsweise, um da absolut sicher zu sein, müsste man so viel Aufwand betreiben. Und das ist nämlich auch was letztlich dann ich ein Teil meiner Geschichte ist, dass ich gemeint habe, ich müsste alleine die Welt retten und immer mich noch besser informieren und immer bei jedem Punkt up to date sein, was ist jetzt hier die beste Energietechnik und so weiter. Und diese ständige Beschäftigung damit hat mich letztlich unglücklich gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin in einem Hamsterrad drin, in einem selbstgewählten Hamsterrad und komme aber nicht weiter. Ich erzeuge keinen Nutzen und drehe mich eigentlich im Kreise. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben wichtig, dass man ja da lernt, auf seine Intuition vertrauen. Und da gibt es natürlich dann ein paar Tipps, wie man da hinkommen kann, dass man einfach auch guckt, sich so eine Frage stellt, wie zum Beispiel, ist dieser Preis realistisch? Kann es sein, dass zu diesem Preis, ich sage jetzt einfach mal nur 5 € für ein T-Shirt, kann es sein, dass dort alle Beteiligten in der Wertschöpfungskette fair bezahlt wurden? Ich glaube, wenn man sich diese Frage nur stellt, bei 5 € für ein T-Shirt oder 30 € für eine Jeans, kann man fast nur zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. Ja. Und solche Fragen kann man sich dann stellen, oder dass man wirklich letztlich Nachhaltigkeit heißt, immer so regional und kleinteilig wie möglich zu wirtschaften, gerade bei den Lebensmitteln, aber auch bei anderen Dingen, dass ich eben meine Möbel vielleicht nicht bei IKEA kaufe, sondern die finanziellen Mittel vorausgesetzt, dass ich einen Schreiner vor Ort beauftrage oder einfach eine Manufaktur, die das zwar halb industriell macht, aber trotzdem Naturmaterialien, reines Holz verwendet und nicht irgendwie Sägespäne, die mit irgendeinem Kleber zusammengehalten werden und dass es schön billig ist und die Sägespäne kommen aus ja, irgendwelchen Urwäldern des Nordens oder so. Ja. Und da ist natürlich am ersten Schritt Aufklärung notwendig, weil viele Menschen wissen viele Dinge nicht. Und dann aber auf Basis der Aufklärung und den ersten konkreten Tipps und der Hilfe zum Beispiel von Siegeln, dann irgendwann diese innere, ja, das Gespür einfach zu entwickeln. Und ich denke, das ist ein individueller Prozess, den kann man begleiten, aber nicht vorgeben.
Also was ich ganz spannend finde, was du sagst, ist dieses Bewusstsein. Also ich glaube, wenn man nicht in dieser Welt unterwegs ist oder nicht diese Nachhaltigkeit in sich hat, ich meine, du hast deinen Weg erzählt, du bist schon von klein auf mit dem Thema in Verbindung gekommen. Die meisten Menschen sind es halt nicht. Und das soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, dass häufig dieses Bewusstsein einfach nicht da ist für Themen. Ich habe ja mal bei einem Urvolk in Afrika gelebt und ich war zu dem Zeitpunkt, ich nenne das gerne so, weil das wirklich so war, wohlstandsverwahrlost. Also ich war extrem unterwegs im Konsum und habe sehr, sehr viel gearbeitet und habe dadurch immer wieder kompensieren müssen und habe extrem kompensiert über Kleidung, über Luxusgüter und so weiter und so fort. Das war sehr spannend und als ich dann nach Afrika gekommen bin, also meine Welt ist dann zusammengebrochen, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, jetzt habe ich alles erreicht, was auf meiner Bucketlist stand und ich bin trotzdem nicht glücklich. Und als ich dann dahin kam und gesehen habe, mit welcher Sorgfalt und Liebe diese Menschen mit Gebrauchsgütern umgehen, das war für mich schon ein ziemlicher Schock. Also ich habe mich in den ersten Wochen unglaublich geschämt, ja, also für mich selbst, für die Art und Weise, wie ich unterwegs war. Also da ist es so, dass Kleidung natürlich immer weitergegeben wird und ich werde nie vergessen, ich hatte einen Fahrer und dieser Fahrer trug ein T-Shirt und man sah, dass das gebügelt war, das hatte Bügelfalten, aber das T-Shirt hatte so viele Löcher, dass man eigentlich überall durchgucken konnte. Und trotzdem war es für ihn so unsagbar wichtig und wertvoll. Oder ich habe dann später einen Fischer kennengelernt, der vor 23 Jahren ein Surfboard von einem Urlauber geschenkt bekommen hat, das er zu diesem Zeitpunkt noch benutzt hat zum Fischen. Und das waren so Themen, wo ich so dachte, oh mein Gott. Ja, also ich meine, ich habe damals eingekauft und habe Klamotten, wenn ich sie überhaupt getragen habe, eine Saison getragen und dann ist sie irgendwo, keine Ahnung wohin, entweder in die Altkleidertüte oder wir haben getauscht oder was auch immer. Und das ist so interessant, wenn du dem nicht begegnest, ja, wenn dir das einfach nicht bewusst ist, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Wo fange ich an bei der Nachhaltigkeit? Ja. Und wir haben ja jetzt übernächste Woche haben wir ein Seminar auch zu diesem Thema geplant oder eine Expedition nennen wir es, weil wir da einfach mal eintauchen wollen. Was gibt es denn alles für Lebensbereiche, wo man nachhaltig sein kann, wo man einfach mal reinschauen kann? Und wir haben gerade so eine Checkliste erstellt, der Christian und ich, wo wir unterschiedliche Lebensbereiche unter die Lupe genommen haben, also vom Kleiderschrank über den Putzschrank, über das Badezimmer, über unseren Kühlschrank und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass jeder von uns, wenn er dann so eine Liste hat und wirklich mal durchgeht, da wird es immer noch Dinge geben, wo man so denkt, ah, das war mir gar nicht bewusst. Upsi, da könnte man auch noch mal dran gehen. Wie schaffen wir es, Christian? Natürlich, dein Buch trägt sicherlich auch dazu bei, aber wie schaffen wir es aus deiner Sicht, da ein Bewusstsein zu schaffen? Ja, dass man da einfach klarer wird und auch wir haben ja auch ganz bewusst von einem Dschungel gesprochen. Ja, da ist so viel, was auf uns einprasselt und das ist nicht gut und das sollte nicht sein und das darf verändert werden und da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wie schaffen wir es, uns nicht zu verlieren? Weil ich kenne das auch, wenn der Berg so groß ist, gehe ich nicht dran. Ja, letztlich eben, denke ich, muss man eben auch die richtige Balance finden, was diese Recherche betrifft und sich dort nicht verlieren, sondern wirklich auch wieder letztlich wie bei allen Dingen, wo es um Stressbewältigung geht oder dass man ja zu sich kommt, sich mit sich verbindet und erdet und einfach da dann vielleicht in sich geht und sich gewisse Fragen stellt. Ja, eben, was will ich eigentlich? Also, brauche ich das wirklich, was ich da viele, viele, viele konsumieren ja auch spontan und wir werden auch ständig getriggert. Also wir werden überall bombardiert mit Werbung. Wir haben in vielen Bereichen online sowieso, aber auch in Supermärkten ja fast schon eine 24 Stunden, 7 Tage Verfügbarkeit von Waren. Dieses Überangebot, und das macht ja auch was mit den Menschen und ja, sich da bewusst zu machen.
und bewusste Entscheidungen zu treffen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dahin zu kommen dann. Und dann natürlich eben auch, wie schaffen wir das in die Welt zu bringen, indem wir Vorbild sind. Also ich denke, das ist aus meiner Sicht eben, weil ich eben auch festgestellt habe, dass das vielfach wird ja nach der Politik gerufen. Ja, die Politik muss Gesetze erlassen und das muss verboten werden und die Konzerne müssen in die Schranken gewiesen werden. Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass nicht die Politik das Sagen hat, sondern die Konzerne das Sagen haben. Das ist einfach die Lobbyarbeit und das stelle ich in meinem Buch auch ein bisschen dar und im Seminar werden wir das auch ausführen, dass da einfach ja, die Großkonzerne so viel Einfluss auf die Politik ausüben, was überhaupt erst dazu geführt hat, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, der Begriff eigentlich ad absurdum geführt wurde. Und das können wir eigentlich nur durch eigenes Vorleben und weitertragen. Und ja, vielleicht auch mal, es ist ein schmaler Grat, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich früher viel missionieren wollte und da natürlich auch auf Granit gestoßen bin. Wobei ich glaube, heute sind einfach die Voraussetzungen nochmal anders. Vielleicht kann man durchaus durch einen gezielten Impuls oder eine gezielte Frage, wusstest du eigentlich, dass dieses und jenes, vielleicht auch mal einen Denkprozess auslösen. Und ja, es sind ja viele auch momentan unzufrieden, beziehungsweise sind in gewissen Bereichen durch die letzten 3 Jahre ja, wacher geworden oder haben festgestellt, Mensch, da liegt was im Argen, können es vielleicht noch nicht so benennen und da findet man dann vielleicht auch Anknüpfungspunkte. Aber letztlich ist es das Vorbild sein und dann einfach weitertragen, den Samen säen und verbreiten. Und da sage ich eben, dass wir eigentlich viel mehr Macht haben, als wir denken. Also unser Geldbeutel ist das beste Mittel, um abzustimmen. Aus meiner Sicht noch viel wirkungsvoller als bei einer Wahl abzustimmen. Ja, Und das das, sehen ich wir. Ich bin. meine, wir sehen es beispielsweise bei der vegetarischen Bewegung, ja, was da passiert ist, oder auch der veganen Bewegung, wie quasi man realisiert hat, hey, da gibt es eine andere Bewegung und wie man versucht hat, sich darauf einzustellen. Also da sieht man sehr klar, dass da auch das Augenmerk drauf ist und auch beobachtet wird, wo solche Trends hingehen. In der Vorbereitung war es noch ganz spannend, in der Vorbereitung von unserer Expedition. Da ist uns auch bewusst geworden, wie absurd manche Sachen sind. Ja, also ich habe quasi also ich habe es nicht, aber wir haben Uhren an unserer Hand, die uns am nächsten Morgen aufzeigt, wie unser Schlafverhalten war. Ja, oder wie unser Puls ist. Oder ja, oder unsere Navigationssysteme, ohne die wir völlig verloren sind. Also ich merke manchmal, wenn eine Straßensperrung ist und mein Navigationssystem nicht sofort umstellt, dass ich fast schon so einen kleinen, oh Gott, und jetzt bekomme. Und früher war das war so normal, ja. Ich meine, wir sind mit Karten gefahren und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass uns auch vielerorts nicht bewusst ist, dass wir augenscheinlich Arbeit abgenommen bekommen von irgendwelchen Apps oder Verstärkungen, wie jetzt Navigationssystem und so weiter und so fort, oder jetzt auch die künstliche Intelligenz, ja, die ja großartig ist, wenn du eine Zusammenfassung brauchst oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite wird sie uns natürlich davon wegführen, dass wir das selber können und dass wir das selber kreieren. Das heißt, wir geben unsere Macht auch häufig ab an solche Gerätschaften und ja, verstehen häufig nicht, dass wir, also ich weiß doch, wenn mein Blutdruck nicht okay ist, das fühle ich doch. Ja, oder ich weiß, wenn ich nicht gut geschlafen habe, da brauche ich keine Aufklärung durch irgendeine Uhr. Oder ich weiß auch, wenn es mir nicht gut geht oder wenn mir der Arzt sagt, wir können nichts finden und ich habe aber was, dann weiß ich das. Und dann ist es mir im Grunde genommen egal, was der Arzt sagt, weil ich weiß, dass da jetzt derzeit was ist, wo ich gerne auf die Spur kommen möchte. Also auch da geht es wieder um diese Eigenverantwortung, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Vielleicht, Christian, hast du so zwei, drei Tipps, wie man Eigenverantwortung übernehmen kann. Wie könnten jetzt so erste Schritte sein, um Nachhaltigkeit in seinem Alltag zu leben? Ja, also ich habe für mich so eine Liste von 5 Schritten oder die Big Five für nachhaltiges Verhalten. Das sind diese 5 Lebensbereiche, die ich schon genannt habe, eben Ernährung, Kleidung, Mobilität, Wohnen und Konsum allgemein. Und wenn ich daraus eben
drei Tipps rauspicke, mit denen man beginnen kann, die aus meiner Sicht die größte Wirkung haben. Vielleicht ist es für die meisten hier jetzt in der Runde schon nur eine Bestätigung dessen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Aber für mich der allerwichtigste Punkt ist wirklich, sich ja mit biologischen Lebensmitteln möglichst aus der Region zu ernähren. Und einfach vor dem Hintergrund, dass die industrielle Landwirtschaft unsere Lebensgrundlagen zerstört. Und das ist ein Punkt zum Beispiel, der in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte im Mainstream überhaupt keine Rolle spielt. Ja, dass industrielle Landwirtschaft, industrielle Fischerei, dass die mitverantwortlich ist für den Verlust von Artenvielfalt, dass sie uns Menschen, die Natur, die Tiere vergiftet, dass auch die Tatsache, dass einfach die Lebensmittelströme auf der ganzen Welt globalisiert sind, dass es unheimlich viel Energie und Ressourcen verschwendet. Und von daher einfach darauf achten, möglichst biologisch, ob zertifiziert oder vom Bauer des Vertrauens, und möglichst regional, saisonal sich zu ernähren. Und wichtig ist eben für mich immer, dass man nicht perfekt sein muss, weil 100% anzustreben ist eben wahnsinnig anstrengend. Und da gilt das Pareto-Prinzip, dass 80% schon völlig ausreichend sind. Ich sage da 70 wäre schon gut und 90 ist super. Also auch ich bin nicht bei 100%, weil der Aufwand, um auch zu 100% zu kommen, einfach viel zu groß ist. Und einfach eine Einschränkung bedeutet, die dann letztlich auch die Lebensqualität senkt. Der zweite Punkt ist, dass wenn man noch Fleisch isst, dass man wirklich auch da schaut, muss es jeden Tag Fleisch sein? Kann ich meinen Fleischkonsum und Fischkonsum reduzieren? Auch da ist es mir wichtig, kein Schwarz-Weiß. Ich bin der Meinung, man muss nicht Veganer werden, aber wenn man seinen Fleischkonsum schon deutlich reduziert. Ich sage immer so, was hat eine größere Auswirkung, wenn nur 100 Menschen sich entscheiden und es umsetzen, vegan zu leben, oder wenn 1000 Menschen ihren Fleischkonsum deutlich reduzieren? Und ich habe hohen Respekt vor jedem, der sich entscheidet, vegan zu werden, aber ich bin der Meinung, und das ist also das bisschen auch wieder in der Debatte, dass den Menschen vorgeschrieben wird oder dass manche Menschen in Anspruch nehmen, anderen vorschreiben zu wollen, wie sie sich zu verhalten haben. Ich bin da ein oder andere Mal auf Social Media in die Diskussion mit Hardcore-Veganern gekommen, und das hat mich völlig verrückt gemacht, weil man da ja gar nicht zu Wort kommt. Also das ist einfach ein Dogmatismus, und ich bin gegen jeglichen Dogmatismus. Ich bin dagegen, irgendwelchen Führern zu folgen, sondern es geht darum, dass wir wieder selbstverantwortlich sind, dass jeder Herr über sein Leben ist und das machen sollte, was er für richtig erhält, unter der Prämisse, anderen möglichst nicht zu schaden. Und da gibt es für mich keine Dogmen oder Vorschriften. Und der dritte Punkt ist, da geht es ums Thema Kleidung. Da habe ich so eine provokante Aussage: Kaufe dir nur ein Kleidungsstück pro Jahr. Und das bedarf natürlich einer Erklärung. Auch hier der Hintergrund eben dieser Trend mit Fast Fashion. Früher gab es eine Sommer- und Winterkollektion und heutzutage gibt es, weiß nicht, 20 Kollektionen pro Jahr. Das ist einfach Sinnbild für die Wegwerfgesellschaft und sorgt für unglaubliche Umweltbelastung und menschliches Leid. Und diese provokante Aussage, nur ein Kleidungsstück pro Jahr, bedeutet im Prinzip, kaufe dir nur ein Kleidungsstück, weil du es einfach unbedingt haben willst. Und ansonsten darüber hinaus kauf nur das, was du wirklich brauchst, also als Ersatzkauf. Oder wenn ein Kleidungsstück wirklich nicht mehr tragbar ist, nicht mehr repariert werden kann, auch nicht getauscht werden kann mit anderen, aber du brauchst halt neue Unterhosen oder neues T-Shirt, dann zählt es natürlich nicht. Aber so dieses Will-Haben-Kauf, wenn man sich da bewusst sagt, ich reduziere mich da, dann hat das einfach schon eine große Auswirkung und sorgt für einen bewussten Umgang mit seinen eigenen Konsumverhalten, mit seinen Kaufimpulsen. Genau, das sind so meine Top 3. Dankeschön. Ich glaube, wenn man da mal dahinter schaut, das hast du vorhin ja auch schon mal angetönt,
wenn man hinter den Konsum schaut, dann liegt ja was unten drunter. Ja, dann liegt ja ein Schmerz oder eine Leere, eine Verletzung. Irgendwas liegt ja unten drunter. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und da steigen wir ja auch nächsten Samstag ein, übernächsten Samstag ein, dass wir da einfach auch mal schauen, was liegt denn unten drunter? Was verursacht denn die Leere? Ja, warum hast du denn das Bedürfnis zu konsumieren? Was macht es denn mit dir? Ich habe vorhin kurz von meinem Konsumverhalten erzählt. Also ich musste die Sachen gar nicht tragen. Also für mich ging es gar nicht um das Tragen, sondern wahrscheinlich um das Jagen. Ja, also das quasi sich leisten zu können und es zu kaufen, das hat mir in dem Moment kurzzeitig eine wie soll ich sagen, eine Bereicherung gegeben, aber nur ganz kurz, sodass ja, dass später die Sachen dann Monate da gehangen sind mit dem Preisschild noch drin und in keinster Weise genutzt worden sind. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder fragen, ja, warum das so ist und was da dahinter steckt. Ja, das ist für mich einfach noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man, ich glaube, Nachhaltigkeit kann man auch nur leben, wenn man beginnt, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also bei allen Themen, wo wir derzeit gerade unterwegs sind, also wir haben ja das Thema Wasser gehabt, das Thema Immunsystem, jetzt haben wir gerade das Thema der Gemeinschaft, nächsten Monat haben wir das Thema Bewusstsein. Und egal, wo ich hinschaue, es geht am Ende immer darum, bei mir zu sein und sich mit mir, also ich mich mit mir auseinandersetze. Ja, was sind da meine Themen? Was sind meine Trigger? Was ist mein Konsumverhalten? Warum habe ich das? Ja, warum ist das wichtig? Warum brauche ich das? Und ich glaube, nur so können wir auch die Welt verändern. Wir können zwar jetzt sagen, okay, ich esse jetzt weniger Fleisch, das, was du, die Tipps, die du gerade gesagt hast, aber ich glaube, dass es am Ende wirklich auch da reingeht, wo wir uns mit uns befassen. Und auch das Thema Selbstliebe. Ich meine, wenn ich Das mir ist wichtig, überlege, was so ein Stück Fleisch, was vielleicht 2,99 oder 3,99 das Kilo kostet, was da alles so drin ist, dann hat das für mich mit Selbstliebe auch ganz wenig zu tun. Ja, weil das am Ende ja in meinem Körper landet. Ja, das heißt, ich kriege all das, was dieses Tier an Leid erlebt hat und andersweitig, was ihm zugeführt worden ist an irgendwelchen Messstoffen und so weiter und so fort. Das habe ich ja nachher wieder in meinem Körper. Das wird ja dann quasi zu meiner Energie. Und auch das zu hinterfragen und sich darüber bewusst zu werden. Was ich noch anfügen wollte, was auch noch ganz, ganz spannend ist, ich liebe Kleidung und ich glaube, dass daran auch gar nichts Schlechtes ist. Also ich glaube, jeder von uns darf seine Themen haben, wo er sagt, da werde ich halt einfach schwach. Ja, also da kann ich mich wirklich nur schwer zurückhalten. Und wir haben jetzt im Freundeskreis, haben wir jetzt angefangen, unsere Kleider zu teilen oder auszumisten oder zu sagen, komm, ey, ich hab mal alles, das ist so eine Regel, die der Christian auch aufgestellt hat, dass alles, was man ein Jahr nicht getragen hat, dass man das wirklich auf den Prüfstand stellt. Ja, dass man da einfach sagt, okay, was hast du ein Jahr nicht getragen? Also, ob es jetzt Übergangskleidung ist oder was auch immer, in welcher Saison. Und dass man dann anfängt zu sagen, hey, habt ihr Lust? Kommt doch mal vorbei, und lasst uns, bringt ihr Sachen mit, die ihr nicht tragt, und ich bringe Sachen mit und dann einfach zusammenkommt. Oder ein anderes Thema ist das Repair-Café. Also ich habe immer mehr Freunde in meinem Umfeld, die Repair-Cafés aufmachen, beziehungsweise wo man in ein Café geht und wo ein bestimmter Tag im Monat oder alle 2 Wochen ein Repair-Tag ist. Da sind also Menschen, die sich mit irgendwelchen Geräten auskennen und dann kann man da seine Sachen hinbringen, die nicht mehr funktionieren, die aber einen Wert für einen darstellen und dann lernt man vielleicht auch, wie das innen aussieht und woran es vielleicht gelegen hat. Und so können Menschen wieder zusammenkommen, vielleicht auch alt und jung, ja, dass wir auch wieder diese Wertschätzung der alten Menschen gegenüber haben, diese Weisheit und das Wissen, das sie haben, dass man das auch da zusammenträgt. Also ich glaube, es gibt auch viele Ideen, wo jeder einzelne von uns jetzt Dinge anstoßen kann, sei es ein Repair-Café, sei es eine Tauschbörse, sei es, keine Ahnung, ich liebe das schon seit Jahrzehnten, dass
Ich brauche eine Bohrmaschine. Warum soll ich mir eine kaufen? Ja, wenn mein Nachbar doch eine hat, ja, dann gehe ich doch zum Nachbarn, dann leihe ich mir die aus und dann kriegt der wieder irgendein Dankeschön von mir oder ich lade ihn mal zum Essen ein. Wir lernen uns besser kennen, was grundsätzlich sowieso wundervoll ist, wenn wir als Gemeinschaft im Haus oder in der Nachbarschaft zusammenkommen. Also da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, wie man Nachhaltigkeit leben kann. Christian, du hast noch was ganz, ganz Tolles gemacht, was du uns zur Verfügung stellen möchtest, nämlich Einkaufswegweiser. Magst du dazu was erzählen? Ja, ganz kurz, ich möchte noch gerne was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Also, das zeigt eben, es gibt so viele Dinge, wo man nachhaltig unterwegs sein kann und sich einbringen kann. Repair-Café ist eine super Sache. Und jeder Mensch ist ja auch individuell, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen. Und deswegen ist das eine tolle Sache. Und davor hattest du ja auch das gesagt mit dieser Selbstfürsorge. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man Menschen wieder darauf aufmerksam machen kann und Bewusstsein schaffen kann. Nachhaltig verhalten bedeutet immer auch, dass es gut für mich ist. Oder umgekehrt, wenn ich gut für mich sorge und dafür sorge, dass ich mich mit gesunden Dingen umgebe, dass ich nur gesunde Nahrungsmittel zu mir nehme, dass ich nur gesunde Kleidung trage, die meinen Körper nicht vergiftet, dann ist es immer auch automatisch gut, nachhaltig für die Umwelt oder für Mensch und Tier, für die Natur. Deshalb auch da zeigt sich wieder einfach, wie alles verbunden ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Da fällt mir gerade noch was ein, Christian, wo ich rein möchte. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ich gucke mal, ob ich das finde. Dann würde ich das mal noch als Lösung bei mir teilen. Es ging vor ein paar Monaten, ging ein Video viral. Und da ging es um Stoffe auf unserer Haut. Ja, was die mit unserer Aura machen. Ich meine, dass wir Energie sind. Ich glaube, das ist den meisten von uns bewusst. Dass aber ein Stoff was mit der Energie machen kann, das war mir beispielsweise nicht bewusst. Ja, also natürlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke und als man mich quasi mit der Nase darauf gestoßen hat, war natürlich logisch, dass ein Stoff auf meiner Haut entweder meine Aura, meine Energie verstärkt oder eindämmt. Und das hat dieses Video eindrucksvoll gezeigt. Da hat man wirklich aufgezeigt, was welcher Stoff für Auswirkungen hat auf meine Schwingung. Ja, dass meine Schwingung erhöht wird durch Stoffe wie beispielsweise Nummer 1 war, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, Leinen und Biobaumwolle. Hanf haben sie leider nicht getestet und auch Bambus war nicht dabei. Das hätte mich auch noch sehr interessiert, aber vielleicht kann man das ja irgendwie mal in der Forschung machen. Und das war sehr faszinierend, was dann so Polyamid und Nylon, was das mit unserem Körper macht. Und wenn ich jetzt heute beispielsweise Nylonstrümpfe trage, dann habe ich immer so dieses Gefühl, aber es kann natürlich sein, dass das jetzt geprägt ist durch dieses Video, als wenn ich wie eingeschnürt bin. Ja, als wenn ich das Gefühl hätte, meine Haut kann nicht richtig atmen. Was aber bei Polyamid oder bei künstlichen Stoffen bei mir immer der Fall ist, dass ich das Gefühl habe, oh, da kriege ich jetzt nicht genügend Luft. Also meine Haut kann nicht richtig atmen darunter. Also ich fühle mich in solchen Stoffen nicht wirklich wohl. Und das ist nochmal ganz interessant. Ich glaube, da wird auch in naher Zukunft noch einiges an Forschung auf uns zukommen, was einfach wegweisend sein wird, um aufzuzeigen, ja, was da los ist. Vor 2 Wochen war ich auf der Suche nach Biobaumwolle in einem Einkaufszentrum in Wien. Und es war mir fast nicht möglich. Ja, also ich bin alle Läden durchgegangen und habe Biobaumwolle gefunden. Und dann habe ich sie in dem Laden gefunden, den ich wirklich fast als letztes angegangen bin, weil dort habe ich es nicht vermutet, bei C&A. Und dort habe ich dann biozertifizierte Biobaumwolle gefunden, was in allen anderen Läden. Ich habe Katharina geschrieben, ich habe gesagt, ich glaube, den Mann fürs Leben zu finden ist einfacher als ein Biobaumwoll-T-Shirt. Und das zeigt einfach auch auf, wo wir stehen, ja, dass auch solche natürlichen Stoffe, dass das gar nicht mehr so gewollt ist, dass wir uns damit umgeben. Oder vielleicht interpretiere ich das auch rein. Aber Christian, dann vielleicht noch zu deinem Einkaufswegweiser. Genau, also das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ich habe einen Einkaufswegweiser erstellt, der ist auf meiner Website und wir haben auf der Living Earth Lösungen angelegt, die auf diesen Einkaufswegweiser verweisen, wo ich eben zu jedem dieser fünf Lebensbereiche
meine persönlichen Einkaufstipps teile, beziehungsweise Einkaufstipps sind eigentlich, geht eher um Unternehmen, es geht um Online-Shops. Es ist jetzt weniger natürlich die Läden vor Ort, weil das wäre gar nicht leistbar vom Aufwand, alle Bio-Läden aufzulisten. Aber es gibt Webseiten, die haben eine Bioladensuche und das ist dann wieder auf meinem Einkaufswegweiser. Aber einfach ja zu jedem Lebensbereich eben Tipps, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat oder auch bei technischen Geräten. Es gibt ja auch mittlerweile Smartphone-Hersteller, die versuchen eben mit weniger Ausbeutung das Ganze zu machen. Alternative E-Mail-Anbieter. Ich bin immer wieder entsetzt, wie viele bewusste Menschen noch eine Google-Mail-Adresse haben. Das ist so was ganz Banales, wo auch die Menschen sich nicht bewusst sind, mit was sie bezahlen. Sie bezahlen mit ihren Daten und sie stärken damit diese Datenkrake Google, auch wenn sie nichts dafür zahlen, aber sie nutzen die Dienstleistung. Und es gibt mittlerweile eine Reihe von alternativen E-Mail-Anbietern, die kosten Geld, weil sie eben nicht die Daten absaugen und weil sie keine Werbung schalten, aber das ist so günstig, dass es sich jeder leisten kann. Und solche Tipps sind eben auch in meinem Einkaufswegweiser zu finden. Genau. Du teilst die, also ihr könnt euch die Genau, ich natürlich teile das jetzt gerne. im Chat, sodass ihr euch den Link dann entsprechend rauskopieren könnt. Und auch sehr gerne teilen. Ja, einfach teilen und raus Ja, damit es in die darf in Welt. die Welt raus. Ja. Ja, ich würde sagen, Christian, wenn du jetzt im Moment ad hoc nichts mehr hast, dass wir mal in Fragen einsteigen. Sehr Hat gerne. jemand von euch eine Frage zum Thema? Möchte jemand da tiefer irgendwas wissen? Okay. Dann erzählen wir vielleicht noch ein bisschen was zum 25.11. Also am 25.11. haben wir eine Expedition in die Nachhaltigkeit, wo es darum geht, sein eigenes Verhalten mal auf den Prüfstand zu stellen und einen Überblick über den Ist-Zustand zu bekommen, wo man sich gerade befindet, wenn man so mal seinen ganzen Haushalt durchgeht. Dann ist es natürlich eine Bewusstseinsreise. Christian wird diese fünf Gebiete, die er angesprochen hat, da werden wir eintauchen. Wir werden aufzeigen, was ist die Herausforderung der heutigen Zeit und was gibt es für Lösungen in diesen Bereichen. Ein Überblick, wie Nachhaltigkeit tatsächlich auch gelingen kann, ja, und wie jeder Einzelne jetzt Step by Step da reinkommt. Weil ich glaube, wenn man sich alles auf einmal vornimmt, dann ist das eine Herausforderung. Aber so Step by Step kann das sehr, sehr gut gelingen. Was haben wir noch drin, Christian? Ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Also wir starten mit dieser Bewusstseinsreise, die erste Hälfte etwa des Workshops ausfüllen wird. Wir haben diese Checkliste schon zur Vorbereitung, wo jeder vorher sich schon ja einfach mal einen Überblick machen kann oder Anregungen bekommt. Wir haben innerhalb des Workshops nach jedem größeren Block Breakout-Sessions, wo man sich dann mit den anderen Teilnehmern auch austauschen kann, seine Erfahrungen austauschen. Wir haben ein Workbook, wo man selber dann auch seine Erkenntnisse notieren kann, sich auch ja, Erkenntnisse notieren kann, aber auch notieren kann, was möchte ich verändern. Und genau, der zweite Teil ist dann eben eher der praktische Teil, wo wir in die konkreten Tipps gehen. Wir werden viel über das Thema Verantwortung, Eigenverantwortung sprechen, über das Thema Achtsamkeit, worauf lege ich den Fokus, welchen Dingen gebe ich Energie, wie will ich leben. Ja, das sind so die Themen. Und am Ende geht es darum, das hast du vorhin so schön gesagt, dass wir Nachhaltigkeit eben nicht isoliert betrachten, sondern dass das alles möglich ist und jeder in seinem Rahmen agieren kann. Und ich glaube, wenn das jeder tun würde, dann wäre schon ganz, ganz viel getan auf dieser Welt. Dann wäre schon sehr, sehr viel bewegt, wenn man in kleinen Schritten da dran geht und wenn jeder ein Thema oder zwei Themen anpacken würde. Nadine, viel Spaß mit deinem Hund. Genau. Habt ihr noch Wünsche oder Fragen? Gibt es noch irgendwas, was für euch jetzt noch wichtig wäre?
für euch neue Erkenntnisse oder fühlt ihr euch eher bestätigt in dem Weg, den ihr eh schon eingeschlagen habt? Christian, mir gefällt dein beherzter, aber trotzdem irgendwie entspannter Zugang sehr. Das Danke. wurde ja. So schön, danke, Katharina. Gut, dann würde ich sagen, dann beschließen wir den Abend und freuen uns sehr, wenn ihr am 25. dabei seid oder auch ansonsten am 28. haben wir wieder einen Community-Call, wo wir über das Thema Gemeinschaft, wo wir den Ausgang aus der Gemeinschaft, aus dem Gemeinschaftsmonat zusammen zelebrieren, auch wieder mit spannenden Gästen. Und ja, ich denke, wir sind in Kontakt und vielen Dank, wart ihr dabei. Dankeschön, Christian, für die tollen, spannenden Ausführungen. Eine kleine Ergänzung noch, ihr dürft auch gerne die Werbetrommel für den 25. rühren, wenn ihr jetzt selber für euch feststellt, dass ihr das nicht braucht, weil ihr selber schon bewusst seid, aber vielleicht Menschen kennt, für die das was wäre, dann natürlich gerne die Werbetrommel rühren, gerne auf Social Media auf das Seminar hinweisen. Da freuen wir uns natürlich, wenn das noch mehr Menschen erfahren. Dankeschön, Christian. Ganz lieb. Dankeschön. Gut, dann wünsche ich euch Okay, einen Buch an die Kamera wundervollen. halten, hast du noch gar nicht gemacht. Ein Ah, Buch stimmt, in die dein Buch. Kamera halten, stimmt. Danke für den Hinweis.